Meine Lieben, willkommen zum Workout. Heute ganz Körper, wirklich heftige Kalorienverbrennung, Schwitzen. Ich hoffe, ihr habt ein Handtuch dabei, weil das wird richtig gut. Wir haben 10 Übungen, die machen wir zweimal durch. Daniel macht mit euch das Ganze mit unserem Bodykiss Ball. Daniel nimmt 4 Kilo, also könnt ihr 6 nehmen. Nein. Hallo. Und ich mache es ganz ohne Equipment, aber wir machen es beide mit Jumping Moves, das heißt, seid gut aufgewärmt, unten ist ein Video verlinkt und dann starten wir. Okay, 20 Sekunden. Wir machen als allererstes gemeinsam Lunge, Back and Kick. Erste Übung ist ohne Springen, links und rechts abwechseln. Wir lungen nach hinten, Ausfallschritt und dann ein kraftvoller Kick nach vorne. Erste Übung geht los. Zurück, Kick, andere Seite. Blick nach vorne gerichtet. Und das hintere Knie jedes Mal kurz bis zum Boden führen. Hey, dieser kurze Tipper, das ist der gemeine Move. Und dann auch nicht nur das Bein vorschwingen, sondern mit Kontrolle und Kraft vornehmen. 10 Sekunden. Ich habe gesagt, es gibt Ganzkörper. Das heißt, nächste Übung Oberkörper. Daniel macht mit euch Push-Up, Clean and Press. Und dazwischen ist so ein kleiner Jump. Ich mache mit euch Total Push-Up vom Boden aus. Und dann links und rechts Shoulder Tap. Schneid auf den Boden. Schneid oben. Hoch. Links, rechts. Wieder runter. Wieder hoch. Andere Seite. Und das sind dieselben Muskeln, die hier angesprochen werden, ob ihr jetzt mit dem Ball oder ohne arbeitet. Ja, mit Ball habt ihr natürlich wieder ein cooles Equipment dabei. Mal ganz bis zum Boden runter, für die, die es mit mir machen, und euch wieder hochziehen. Und wir können natürlich auch immer von den Knien das Ganze machen. Daniels Übung wie auch meine. Hochkommen. Side Touchdown Jump. Oder mit Daniels Side Touchdown with Ball. Da habt ihr noch diese zusätzliche Gewichtskomponente vom Ball dabei. So oder so. Ja, wir Baller werden heute den Ball lieben. Und runter. Hoch. Knie schön weit auseinander, egal welche Variante ihr macht. Ihr hört vielleicht ein bisschen bei uns, man muss die Atmung wirklich so leicht kontrollieren. Nicht gerade so atmen, wie der Körper es einem sagt, sondern echt einatmen, ausatmen. Sonst gibt es sehr schnell Seitenstechen. Pause. Und weil wir nicht so viel Oberkörper gerade hatten, haben wir jetzt ohne Zusatzgewicht Half Plank Jump in mit Dive Bomber oder mit Daniel die Ball Swings um den Körper in die Mitte runter. Auf geht's. Raus, rein, rein, raus. Ein Dive Bomber. Wenn ihr keinen Dive Bomber schafft, probiert es. Euch langsam nach unten zu lassen, bis der Oberkörper den Boden berührt. Zieht euch wieder hoch und zurück. Hoch, runter, Po wieder nach oben. Dive Bomber. Und auch wenn ihr mit Ball mit mir mitmacht, in der zweiten Runde, könnt ihr ruhig zum Beispiel diese Übung auch durch alles ersetzen. Ist nicht verboten. Bringt alles was. Jumping Lunges, damit wir die Beine nicht vernachlässigen. Alle zusammen. Sind wir nicht schon gelunged heute? Oh, wir sind schon gelunged.
Das ganze Leben ist ein Lunch. Jetzt rennt jetzt ein zweiter Lunch. So doofe Sprüche. Okay, runter. Jump. Jedes Mal Knie kurz Boden, Knie kurz Matte. Ich weiß, irgendwann will man nicht mehr. Ich will jetzt schon nicht mehr. Das Knie geht nicht runter. Ihr seht jetzt doofe Sprüche, aber trotzdem ziehe ich die Übung durch. Ja, also Dani ist da. Eine Maschine. Mm. 5 Sekunden. Wieder zusammen. Crab Swings, Foot Touch. Wir starten in der Krabbenposition, Fingerspitzen Richtung Füße. Einmal die Hüfte ganz hoch nehmen. Wieder runter. Links, rechts, Foot Touch. Foot Touch. Futatsch. Und wieder hoch. Hört sich an wie so ein Nationalgericht irgendwo. Futatsch. 1, 2. Wieder Hüfte vor. Runter. Und touch. Touch. Wieder hoch. Runter. Und hoch. Oh yes. Die Jumping Lunges merke ich jetzt noch. Ja, ich auch. Oh, die werde ich auch in der zweiten Runde noch merken. Zweite Runde? Zweite Runde. Habe ich die zweite Runde gehört? Zweite Runde. Wir kommen vor. Wir machen ein Jump Up Jack. Von unten startend. Oder mit Daniel den Ball nach vorne bringen, während die Beine eigentlich dieselbe Bewegung machen. Oh, oh, oh. Und los geht's. Wir machen es immer wieder klein für die, die keinen Ball haben. Klein bis zum Boden und hoch. Und ihr wisst, es geht hier um maximal Effort. Das heißt, geht alles hoch. Po runternehmen. Nicht nur mit dem Oberkörper runtergehen. Der Po geht mit. Und ihr seht bei Daniel, ich weiß, eure Schulter brennt. Ich weiß es. Nehmt den Ball mit und wenn ihr nicht mal vorkriegt, nehmt ihn trotzdem mit. Crunch up, push up. Zusammen alle. Wir machen einen Roll dazwischen. Das heißt vom Boden aus in die Push up Position wieder runter. Roll über die Seite, crunch, wieder zurück. Push-up, wieder runter, roll, crunch, zurück, push und jeder in seinem Tempo, aber nicht zu lange auf dem Bauch oder auf dem Rücken liegen und versucht so gerade wie möglich in den Push-up zu gehen. Man darf gerne diesen Schwung mitnehmen, aber je weniger Schwung, desto besser natürlich. Oh. Auf der Matte bleiben. Under leg clap. Under leg clap. Oder Ball Roll Crunches. Richtig tolle Übung mit dem Ball. Ich finde immer, wenn es was Spielerisches drin hat, ist nicht ganz so schlimm. Ja, man redet sich auf jeden Fall ein. Und Crab oder Roll. Und das ist beim Roll muss man immer leicht hochgehen, das reicht schon. Ja. Ich glaube, nach ein paar Rollern werden die meisten merken, oh ja, das ist dann doch genug. Ausatmen bei der Anstrengung. Und hoch. Für alle ohne Ball, wir machen Inchworm nach vorne laufen, mit den Händen wieder zurück. Ein Tuck Jump. Daniel macht auch einen Tuck Jump mit, aber während dem Inchworm
macht er zwei straight ball swings nach oben. Vor, in welche Richtung auch immer, tack. Daniel macht auch den Tack, genau. Vor. So hoch ihr könnt in den Tuck-Jump. Oh, eine miese Übung. Ich weiß. Erste Runde durch, zweite Runde kommt. Lunge, back and kick. Aber auch die letzte Runde. Ja, zweite und letzte. Könnte man vielleicht bei der ersten sagen, vorletzte Runde. Oh, ich bin so richtig am overheaten. Lunge und Kick. Ihr kennt die Übung jetzt. Ging in der ersten Runde definitiv besser. Aber auch hier jedes Mal denken wir an unser Knie. Zehn Sekunden. Noch einmal hoch. Pause. Total Push-Up mit Shoulder Taps oder Push-Up Clean and Press. Also eigentlich eine Art Burpee. Acht. Eine Art. Runtergehen. Und hoch. Tap, tap. Push-Up. Und diesen Push-Up, Total Push-Up vom Boden, den haben wir später bei den Rolls auch. Und hier gilt also das Gleiche. Vom Boden möglichst gerade hoch, push, aber auch gerne von den Knien aus. Hauptsache, ihr achtet darauf, dass die Hände auf Brusthöhe sind. Egal ob mit dem Ball oder vom Boden aus. Die Handflächen sollten immer nicht auf Schulterhöhe sein, sondern auf Brusthöhe. Oh. Side Touchdown Jump oder Side Touchdown with the ball. With the ball. So eine Englischlehrerin. With the ball. What does the ball say? Passt nicht ganz, aber. Runter. Knie auseinander, jedes Mal bis zum Boden runter, mit oder ohne Ball. Keine halben Sachen. Nicht nur so die Richtung, es reicht dann jedes Mal. Den ganzen Weg runter, den ganzen Weg hoch. Das Schweigen im Walde. 5 Sekunden noch. Ja, 2 Bodykissler. Jetzt kommen wir die Herze, finde ich, für mich. Half-Plank-Jump-In mit Dive-Bomber. Für Daniel Ball-Swing. Touchdown. Ich denke, Daniels schlimmste Übung ist sonst die letzte. Oder die nächste. Oh ja, oh ja. Okay, runter in die Plank. Und dann macht die Swings. Jump-In, Jump-Out. Hoch hochziehen, herabschauender Hund quasi und wir tauchen. Nasenspitze, Brust, das ist die Reihenfolge und nach oben ziehen. Also wenn bei mir keine dummen Sprüche mehr kommen, wisst ihr. Er ist am Limit. Jetzt kommt ja mit die schlimmste Übung. Jumping Lunges. Und ist nicht lustig, wenn man kein Gerät braucht für die schlimmste Übung. Ja.
Und ich gebe euch einen Freifahrtschein für lustige Töne bei dieser Übung. Ihr dürft zu Hause umstöhnen, was ihr wollt, macht mit. Und los geht's. Wir machen 10er Schritte, kommt. Ersten 10 Sekunden sind geschafft. Wer zieht bis zu den nächsten 10? Knie bis zum Boden. Nächsten 10. Haben wir. Schaffen wir. Jetzt mal dieser Jump. Letzten 10. Anne schwächelt. Du hast Angst, dass die Kraft nachlässt. Crab Swing and Foot Touch. Alle dürfen runterkommen. Kurz sitzen. Die schon 5 Sekunden des Workouts. Sitzen. Dieser Ball. Swing. Der war doch gerade eben mal geschult. Ja, okay. Und hoch mit der Hüfte, ganz weit hoch. Und Touch. Jedes Mal bis zur Fußspitze. Hoch. Jumping Jacks mit Daniels bestem Freund. Ja. Der Kugel. Tiefe Position einnehmen für die ohne Ball. Und raus. Kraftvoll. Schneller werden. Letzte Runde, letztes Mal diese Übung. Und ihr müsst diese Übung noch 20 Sekunden durchpowern. Noch 3. Nein, doch nicht 3. Sorry. Jetzt 3. Push-up mit dem Roll. Vom Boden aus oder auch oben starten. Wir wollen hoch und wieder runter. Haben wir die Rolle. Crunch. Zurückrollen. Ihr könnt es natürlich auch über eure Bodykiss-Matte so machen, dass eure Hüfte immer am Boden ist, weil es natürlich angenehmer ist, besonders die Crunches, aber wir haben hier mal ein bisschen ein Platzproblem. Andere Seite, also andere Seite, wir drehen uns. Andere Leg Club. Und ihr rollt ein bisschen am Ball. Aber so ein bisschen, ne? Ganz easy. Ganz easy. Letzten 2 Übungen. Insgesamt 80 Sekunden. Ich versuche mal so ein bisschen einen Vergleich zu bringen, weil man während der Übung immer denkt, Gott, das ist ewig. Aber was macht man normalerweise in 40 Sekunden? Ja. Da geht ihr nicht mal aufs Klo. Ausatmen bei der Anstrengung. Also wenn ihr hochkommt oder wenn ihr nach dem Ball greift, kraftvoll über den Mund, einatmen runter. Ich revidiere, die schlimmste Übung kommt jetzt gleich. Ja, das meinte ich. Die kommt jetzt. Dieser Tuck-Jump, das ist ein Ungetüm. Deswegen, wir machen jetzt Inform-Tuck-Jump oder Ball-Swing-Tuck-Jump. Ich weiß,
Pedalsübung ist besonders hart. Aber jetzt wieder, was können die alten 40 Sekunden machen? Euren Puls richtig hochbringen, das ist das Ziel. So schnell und so effektiv wir können. Runter, hoch. Tough Job. Nehmt die Beine hoch. Nicht wie ein nasser Sack, sondern agil wie so ein kleines Äffchen. Und federn. Viele kriegen von unterschiedlichen Sprungübungen Knieschmerzen. Liegt aber dran, dass ihr entweder kein gutes Schuhwerk tragt oder eine rutschige Matte habt. Rutschige Matte habt oder ihr nicht federt, wenn ihr runterkommt auf die Matte. Ihr solltet agil landen, okay? Vielleicht sollte man euch nicht hören. Geschafft! Sehr, sehr cool! Sehr, sehr cool mitgemacht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja und ihr mehr Workouts von uns wollt, habt ihr entweder hier auf YouTube unseren Kanal, den ihr abonnieren solltet, oder ihr kommt in Dein Bodykiss, unser Programm, unsere Klicken. Da habt ihr vor allen Dingen die Möglichkeit, auch mit unserem Equipment effektiv nach eurer Leistung zu trainieren. Bis dann. Ciao. Ciao.